Jo, moin Leute, herzlich willkommen wieder zurück bei Erbsen TV. Und zwar heute ist das Thema, ich weiß, ich hau gerade viele Videos raus, aber heute ist das Thema mal wieder Tiere. Das letzte Video von den Tieren kam recht gut an auf Facebook und allen Scheiß. Und zwar heute ist ein hauptsächliches Tier angesagt, und zwar der Wolf. Ihr habt es wahrscheinlich sehr viel mitbekommen in den ganzen Wäldern hier in Baden-Württemberg, wo ich auch lebe, ist der Wolf unterwegs, und zwar gerade nicht recht wenig. Und ja, ich wollte einfach mal meine Meinung darüber sagen, über das ganze Wolf-Thema und so. Ja, was meine Meinung zum Wolf ist, ist zwar ein wenig komisch, aber ich hoffe, ihr tut meine Meinung teilen, und zwar auf jeder Plattform, wo es gibt. Und zwar, in der Zeitung steht groß geschrieben, wird der Wolf zum Schuss freigegeben, also zum Jagen, kann man so sagen. Und das persönlich finde ich, allein über die ganzen Massenmedien und sowas, finde ich so solche Fragen asozial, ehrlich gesagt. Also der Wolf persönlich gehört zum deutschen Wald dazu, so ist meine Meinung. Und zwar, warum? Weil früher gab es schon den Wolf und die Menschen haben den Wolf vertrieben und alle haben sich gewundert, wo der Wolf ist. Und naja, ich finde jetzt persönlich, wenn man schon früher den Wolf vertrieben hätte, warum muss man das dann heute auch wieder tun? Und dann wundern sie sich, warum der Wolf geht, ne? Ich persönlich finde, jeder Jäger, der den Wolf erschießt oder irgendwie auf ihn Jagd macht, weil er ein Reh oder ein Lamm oder Schaf oder wie auch immer gerissen hat, der gehört an die Wand gestellt, ans Kreuz genagelt und hingehängt, weil solche Tiere gehören zum Wald dazu, so wie der Waschbär und der Biber, gehört auch der Wolf in den Wald. Ich persönlich finde, dass jeder Jäger, jeder, der gegen Wölfe sind oder ist persönlich, der gehört eine Kugel in den Kopf gejagt. Nicht nur eine, sondern gleich mal drei. Weil alle guten Dinge sind natürlich drei, und zwar, es gibt viele Leute, die haben drei Gründe dafür, warum der Wolf nicht im Wald bleiben sollte. Und zwar, er tut unsere Schafe reißen, er kostet Geld und er macht unsere Zäune kaputt. Weil ihr könnt Zäune so hoch bauen, wie ihr wollt, er rennt, der Wolf rennt nie durch einen Zaun. Er grabt sich entweder unten durch oder er springt oben drüber, weil ein Wolf hat eine recht hohe Sprungkraft. Und ja, deswegen verstehe ich das nicht, warum Jäger oder Landwirte oder Bauern oder wie auch immer irgendwie ein Tarat draus machen wegen dem Wolf. Ich verstehe das nicht. Ehrlich gesagt. Das, ja, keine Ahnung. Der Wolf gehört einfach dazu, zu unserem bürgerlichen Leben, kann man so sagen. Der Wolf, persönlich von mir aus, der muss in Wäldern sein. Ob das jetzt irgendwo in Amerika, in Kalifornien oder in Kanada ist oder sowas, nehmen wir mal das ganz grob an und ganz weit hergeholt. Aber auch zu unseren deutschen Wäldern gehört der Wolf, finde ich jetzt so persönlich, dazu. Weil der Wolf, der hat in Anführungszeichen ein Grundrecht zum Leben in Wäldern, auch hier in Deutschland, ob das jetzt in Baden-Württemberg ist, ob das in Sachsen ist, ob das jetzt irgendwo in der Nordsee oben ist oder sowas, jetzt mal ganz weit hergeholt, ne? Ob das jetzt im bayerischen Wald ist, das ist mir scheißegal, aber persönlich, der Wolf gehört nach meiner Meinung in die Wälder von uns. Und zwar ist es jetzt so, dass viele überlege, den Wolf zum Schießen, aber
Ja, meine offene Meinung dazu ist, der den Wolf erschießt oder auf ihn Jagd macht, wie ich davor gesagt habe, gehört gekreuzigt auf gut Deutsch. Also über Tage hinweg gequält und geschlagen und verpeitscht, weil er einfach eine Rasse aussterben lässt auf gut Deutsch. Ne? Also, ne? An alle Jäger da draußen, ihr seid hirnimpotent. Und zwar dermaßen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie und was und ne? Das soll jetzt auch einfach ein Kurzvideo sein von dem Thema Wolf, aber ich wollte das einfach mal loswerden. Und falls ihr, meine Kamanossinnen und Kamanossen, dazu was zu sagen habt zum Thema Wolf, da unten sind die Kommentare oder abonniert mich für weitere Sachen oder schreibt einfach in die Kommentare, was ihr vom Wolf hält. Und ja. Man sieht sich und stört sich und hört sich und was weiß ich alles. Das war einfach jetzt ein Kurzvideo, weil ich einfach das mal loswerden muss. Und bleibt immer Punk und Rock'n'Roll.